Hallo und herzlich willkommen zur ersten Etappe vom Pais, Grand Prix Al Pais Vasco, der ersten Etappe der Baskenland-Rundfahrt. Heute geht's von Ordizia nach Ordizia, keine Ahnung. Über 150 Kilometer, ein hügeliges Rennen erwartet uns, wer hätte es gedacht. Die Baskenland-Rundfahrt besteht eigentlich nur aus hügeligen Rennen. Chris Horner ist heute mit am Start für die Mannschaft Sky. Er ist der amerikanische Meister momentan. Und wir wollen mal gucken, wie wir diese Baskenland-Rundfahrt bestreiten können. Unsere Mannschaft besteht hierbei zum einen aus den beiden Saisondebütanten Jacques Janse van Rensburg und John Lee Augustin. Und Bradley Wiggins greift an. Warum macht er das? Wiggins greift also an. Arredondo geht mit. Und Saizu von der Cannondale-Mannschaft, der Italiener. Eine sehr prominente Ausreißergruppe für den ersten Tag, für die erste Attacke. Ich meine, Arredondo hat 79 am Hügel. Und Wiggins ist nun mal auch kein schlechter, weil er auch noch im Zeitfahren sehr, sehr gut ist. Ich meine, ehemaliger Tour de France-Sieger. Mehr muss man dazu nicht sagen, oder? Also, wir sind dabei mit den Saisondebütanten John Lee Augustin. Wobei, stimmt das überhaupt? Jacques Janse van Rensburg auf jeden Fall. Zuma hat auch noch kein Saisonrennen gemacht. Zwei von denen haben noch kein Saisonrennen gemacht. Ich weiß jetzt gerade leider nicht mehr genau, wer. Debussy ist dabei. Stauf, Moser, Rigoigo und Smith. Natürlich ist unser Hauptfokus auf Moreno Moser, der mit 79 mit Abstand unser bester Hügelfahrer ist. Und wir wollen mal gucken, wie weit wir es schaffen können hier in dieser Baskenland-Rundfahrt. Wir schauen mal, wer hier sonst noch mitfährt. Ach du Scheiße. Wir haben mit am Start. Ich nehme jetzt nur die bekanntesten vor. Chris Froome, Chris Horner, Mikel Nieve, Richie Porte, Bradley Wiggins natürlich, Nairo Quintana, Samuel Sanchez, Alejandro Valverde, Vincenzo Nibali, Rafael Maika, Carlos Alberto Betancourt, Romain Bardet, Gilbert, Pozzovivo, Roland, Van Garderen, Kwiatkowski, Rodriguez, ach du Scheiße. Was ist hier los? Warum fahren hier so übertrieben krasse Fahrer mit? Ich meine, klar, es ist die Baskenland-Rundfahrt, aber das ist wirklich krank. Simon Gerrans versucht es ebenfalls mit einer Attacke. Konnte sich vom Feld lösen und fährt jetzt hinter Siazzo hinterher. Der konnte, ja, wenig überraschend Arredondo und Wiggins nicht folgen. Und so fährt jetzt hier momentan fast jeder sein eigenes Rennen da vorne. Muss man mal sagen. Ich bin auf jeden Fall für meinen Teil sehr, sehr gespannt, wie wir diese Rundfahrt bestreiten können mit unserer Mannschaft. Wie es aussieht, als Top-Sprinter ist Josef Rigoigo dabei. Vom Papier her gab es ja eine flache Etappe. Die will ich allerdings nicht als solche sehen, ganz ehrlich. Ja, vielleicht ist das was für die Sprinter, aber nur wenn du einen Sprinter hast, wie von mir aus Gerard Ciolek, wie John Degenkolb oder sowas. Die können hier über solche Hügel nochmal mitkommen. Also das heute ist keine flache Etappe, auch laut Pro Cycling Manager nicht. Aber es soll welche hier geben in dieser Rundfahrt. Boah, jetzt. Meine Güte! Verschluckt am Wasser, es tut mir leid. Arredondo und Wiggins sind also momentan alleine vorne, aber kriegen wohl bald Besuch von Simon Gerrans. Siazu, ich glaube nicht, dass er es noch schafft, da ranzukommen. War natürlich auch eine undankbare Aufgabe, mit diesen zwei Größen des Radsports gemeinsame Sache zu machen und in die Ausreißergruppe des Tages zu gehen. Boah, ey, mein Hals, ne? Will mich gerade ärgern. Nick Nuins ist mit am Start. Und lustigerweise, ich weiß nicht, ob ich das in der letzten Folge erwähnt habe. Ich glaube, es ist so. Ich hätte auch beispielsweise Martin Reimer oder Oliveira hätte ich auch mitnehmen können, tatsächlich, lustigerweise. Weil scheinbar, wenn man jemanden aufgeben lässt bei der Flandern. Ach nein, da ging es ja um Rioja. Gott, was glaube ich für ein Blödsinn. Vergesst es bitte. Aber dennoch, bemerkenswert, dass hier einige Fahrer mitfahren. Nick Nuins beispielsweise war ja bei der Flandern-Rundfahrt mit dabei.
und steht jetzt hier bereits schon wieder am Start für die Mannschaft Lampre. Die besteht aus, man kann es ja einfach mal sagen, Lampre besteht in diesem Rennen aus Ulissi, Anacona, Cataldo, Nguyen Sella, Serpa, Trofimov und Falz. Das sind also die Fahrer, die hier mit dabei sind. Also auch die Mannschaft Lampre setzt auf einen, der am Hügel richtig stark ist, nämlich auf Diego Ulissi. Und somit haben wir hier bei diesem Rennen ein unglaublich starkes Fahrerfeld, bei dem Moreno Moser auf einmal gar nicht mehr auffällt, sondern noch einer von vielen ist. So, zwei Hügel kommen jetzt noch. Dann kurze flache Passage und dann geht es nochmal zweimal bergauf. Einmal relativ gleichmäßig und nicht so steil und einmal sehr, sehr steil. Eine richtige Rampe und das könnte durchaus Spannung geben. Simon Gerrans hat den Anschluss immer noch nicht hergestellt zu Wiggins und Arredondo. Also die beiden fahren hier immer noch ihr eigenes Rennen. Dahinter Simon Gerrans und dahinter das Feld, in dem unter anderem eben Moreno Moser mit dabei ist. Er ist übrigens der Einzige, abgesehen von Devesay. Ah, Augustin ist auch noch mit dabei. Der hier noch im Feld mit drin ist. Also da müssen wir mal gucken. 34 Kilometer noch bis ins Ziel. Ich hoffe, Devesay kann jetzt mal Getränke holen. Dürfte er aber schaffen, denn hier geht es ja nur flach weiter. Und damit gerade noch so rechtzeitig frische Getränke für Moreno Moser. Komm, ich sag den anderen auch mal, sie sollen sich Getränke verschaffen. Zuma hat noch, aber Janse van Rensburg. Ach, der ist hier in der Gruppe mit Rigui. Okay, gut. Alles klar. So. Der Bessay hat es noch nicht geschafft. Wo ist er denn? Hier ist er. Komm, 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 du schaffst das noch, Mann. Streng dich mal an. Du musst noch vor dem Hügel die Flaschen übergeben. Sonst wird das nichts. So, die Ausreißer sind scheinbar alle eingeholt jetzt. Arredondo ist das letzte da vorne. Wird jetzt eingeholt. Wiggins ebenfalls eingeholt. Und Simon Gerrans haben wir hier auch. Moser kriegt jetzt endlich Getränke. Also gerade rechtzeitig. 8 Kilometer vor dem Gipfel der nächsten zweiten Kategoriewertung. Können wir mal ganz kurz gucken, wie die Sprints denn ausgegangen sind. Wiggins holt sich den ersten, Arredondo den zweiten, dann nochmal Arredondo, 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 Arredondo und der wird jetzt erst noch vergeben. Also morgen im Bergtrikot aller Voraussicht nach der Kolumbianer José, nee, Julian, ne? Julian Arredondo oder irgendwie so heißt er. Oh Gott, ich bin echt nicht mehr fit, was das angeht. Naja. Jetzt geht es auf jeden Fall diesen vorletzten Hügel hinauf. 22 Kilometer noch zu fahren. Wir haben bereits schon vorne Ulissi unter anderem. Auch Nibali gibt sich keine Blöße. Also so langsam aber sicher treten die Kapitäne in Erscheinung. Und reihen sich schon mal vorne ein, um nicht überrascht zu werden von irgendwelchen Attacken. Moreno Moser schlägt sich bislang super. Macht das hier ganz toll. Die Mannschaft Lampre in erster Linie macht hier ganz, ganz hohes Tempo zusammen mit Garmin und mit der Omega Pharma Mannschaft, die da vorne auch mit vier Fahrern vertreten ist. Ich frage mich eigentlich gerade, für wen die fahren. Das ist, der fährt für Garmin, okay, Martin, also der Kapitän, und Kwiatkowski, der fährt für Omega Pharma Quickstep, alles klar. Drum macht die Mannschaft das Tempo. Astana natürlich für Nibali am Start hier mit immerhin einem Fahrer, mit Rafael Majka. Und Rowan Dennis hat sich für seinen Kapitän, für Dan Martin, den irischen Meister, da vorne eingereiht. So, der Hügel ist absolviert. Jetzt gibt es gleich noch eine Gegensteigung. Dann geht es bergab und dann kommt dieser krasse, krasse Anstieg. Und Simon Geschke probiert es. Simon Geschke mit der Attacke. Der Berliner versucht, diese kleine, kleine Gegensteigung zu nutzen. Was ist das für eine Bergwertung, die wir überfahren? Gar keine, ne? Es ist einfach nur so. Versucht jedenfalls diese Steigung zu nutzen und setzt sich hier ab. Eine halbe Minute Vorsprung hat er jetzt vor dem Feld. Simon Geschke, mit dem wir damals auf der Mauer von Huy bei der Tour de France gewonnen haben. 2015 im Let's Play. Not bad, dieser Versuch. So, jetzt noch 4,8 Kilometer bis zum Gipfel des nächsten Anstiegs. Und wir müssen jetzt aufpassen. Da müssen wir aufpassen. Jetzt wird es wahrscheinlich links abgehen. Nein, geht es nicht. Es geht rechts ab. Und dann dürften wir auch schon drin sein. Jawohl.
Dann sind wir drin in diesem Anstieg der zweiten Kategorie. Und ich habe jetzt Moser mal gesagt, er soll nach Einsatzbalken fahren, damit wir gleich möglichst schnell nach vorne kommen, sollte sich die Chance geben. Moser macht das gut, fährt jetzt nach vorne. Das Energiegel wirkt jetzt auch. Komm, 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 du musst da irgendwie durchkommen. Und dann können wir es nämlich mal probieren, habe ich mir gedacht. Habe ich mir mal gedenkt. Komm, 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 fahr da irgendwie durch. Junge, was ist denn los? Oh, jetzt findet er wieder keine Lücke hier. Komm, jetzt. Moreno Moser mit einer Attacke. Einen halben Kilometer vom Gipfel dieser Bergwertung. 6,2 Kilometer noch bis ins Ziel. Denn Martin versucht, ihm da hinterher zu fahren. Doch Moreno Moser versucht's. Moser versucht's und das Feld versucht ihm jetzt natürlich hinterher zu bolzen. Oh, das ist ein mutiger Angriff natürlich. Ganz klar, aber jetzt geht's bergab. Also es ist durchaus machbar. 4 Kilometer sind es noch. Simon Geschke, der hat einen ordentlichen Vorsprung. Also der Angriff war auch nicht übel. Und Moser, ja, das ist immerhin mal ein Vorsprung vom Feld. Den muss man erstmal einholen. Eine halbe Minute hat er auf die Gruppe dahinter mit Falz. So, Moser, komm, mach den Sprint und das klappt locker. Das klappt locker. Zweiter Platz leider nur. Simon Geschke war da noch ein bisschen gerissener, aber das ist gut in Sachen Gesamtwertung. Wir sehen uns zur Siegerehrung. Simon Geschke vom Team Giant Alpecin, beziehungsweise hier noch Giant Shimano, feiert heute bei der ersten Etappe der Baskenland-Rundfahrt einen Solo-Sieg in ähnlicher Manier, wie wir damals an der Mauer von Huy mit ihm geschafft haben. Moreno Moser, da kommt er ins Bild, wird Zweiter auf dieser ersten Etappe. Und das gibt in der Gesamtwertung folgendes Tagesresultat. Moser, Zweiter hinter Geschke, ein paar Sekunden vor Falz, Cenecci, Martens, Betancourt, Froome, Nibali, Mollema und Ulissi. Also ein klasse herausgefahrener Sieg von Simon Geschke, muss man einfach sagen. Und Moser wird Zweiter. Naja, immerhin. Immerhin. In der Gesamtwertung damals. Jetzt also Simon Geschke im Trikot des führenden, gelbes Trikot also für Simon Geschke. Zweiter ist Moreno Moser vor Walz. Natürlich die komplette Tageswertung zählt hier. Gab ja nur eine Etappe. In der Punktewertung hat Simon Geschke das rote oder pinke Trikot des führenden in der Punktewertung vor Moser und Walz. Auch das wenig überraschend. Die Bergwertung dürfte, jawohl, so ist es, Julio Arredondo, ich weiß es nicht. Arredondo auf jeden Fall führt vor Bradley Wiggins, dann kommt lange nichts und dann kommt Simon Gerrans auf Rang 3, also das weiße, das rote Trikot mit weißen Punkten. Genau andersrum, ja, schön, dass ihr, na super, es passt ja super. In der Nachwuchswertung, hey, weißes Trikot für Moreno Moser nach der ersten Etappe vor Cenecci und Van Bilsen. Aber auch das wird schwierig, das wird sehr, sehr schwierig. Aber wir werden versuchen, bei dieser Baskenland-Rundfahrt richtig gut mitzufahren, so gut wie möglich. Und in der Teamwertung führt Lampre Merida vor Katyusha und Omega Pharma Quickstep nach dem ersten Etappentag. Das war's also von der Baskenland-Rundfahrt. Erste Etappe, leider, leider, leider kein Etappensieg, aber eine gute Ausgangslage mit ein paar Sekunden, mit einer ungefähr einer halben Minute ist es doch, auf den dritten. Und damit haben wir also schon mal eine gar nicht so üble Ausgangslage erschaffen für die nächsten Etappen. Ich gucke gerade mal, ob hier bereits schon jemand... Ja, Chris Horner ist schon ein bisschen zurückgefallen. Das ist natürlich nicht gut für ihn. Heimer Zubeldia ebenfalls bei seinem Heimrennen in der Baskenland-Rundfahrt auch schon zurückgefallen. Aber ich glaube, das war es so ziemlich. Oder? Also ja, das sind die einzigen. Aber wobei, Marek Rutkiewicz ist jetzt auch kein schlechter. Naja, aber heute auf jeden Fall chancenlos gewesen. Sogar noch hinter Zuma angekommen. Also keiner der Favoriten gibt sich in den Blöße. Aber wir haben mit Moser einen kleinen, kleinen Vorsprung. Und mal schauen, wie das hier weitergeht. Bei der Baskenland-Rundfahrt in dieser Saison. Bis zur nächsten Folge.